Hast du schon mal Socken quer gestrickt? Ich finde diese Machart super interessant, denn dieses Muster läuft dann quasi von oben nach unten und nicht wie bei normalen Socken. Bei normalen Socken läuft das ja so geringelt, sondern hier läuft das ja quasi komplett anders. Und ich möchte dir heute berichten, wie ich mich zu dem Thema quergestrickte Socken genähert habe. Mein erster Versuch ist auch völlig in die Grütze gegangen. Und wie ich das jetzt geschafft habe, mir ja dieses Sockenquerstricken anzueignen, das möchte ich dir in diesem Video berichten. In der Banderole der 100-Wasser-Socken von Opal ist ja diese schöne Anleitung drin zum Sockenquerstricken. Und auch auf der Banderole sind die Socken ja teilweise quergestrickt abgebildet. Und das hat mich so fasziniert, dass ich da immer jetzt auch in meinem Wollgeschäft dann vor Jahren immer so rumgeschlichen bin und ach, ich würde das ja gerne mal stricken. Und genau, dann habe ich das versucht nach genau der Anleitung, die da in der Banderole ist. Und es sah schon am Anfang richtig übelst aus und ich habe total an mir gezweifelt und habe nur gesagt, was ist denn das für ein Mist, wie bekloppt kann ich sein? Und dann habe ich mal so ein bisschen im Internet recherchiert. Dann habe ich nämlich auch ganz viele andere frustrierte Leute gefunden, die das auch nicht geschafft haben. Und da stand nämlich, dass da nämlich in dieser Anleitung, ich weiß nicht mehr, dritte, vierte Reihe, irgendein Fehler ist. Da sind rechte und linke Maschenreihen halt vertauscht. Und deswegen sieht das ganz übelst komisch aus. Und dann war ich jetzt erstmal total beruhigt und habe gesagt, okay, super, ich bin doch nicht zu doof. Ich kann mich diesem Thema dann sehr gerne nähern. Und ich hatte damals schon dann die Socken von Opal, die sind hier, glaube ich, mit Perlenmuster noch. Und habe ich gesagt, das ist eigentlich, sieht das Muster von diesen wundervollen Opal-Wollen, halt egal welche du da nimmst, sieht es eigentlich am coolsten aus, wenn es glatt rechts gestrickt ist. Deswegen hatte ich vor ein paar Jahren schon eine Anleitung entwickelt, wie ich diese ja, Socke quasi in glatt rechts stricken kann. Es gab damit nur zwei Probleme, will ich nicht sagen, Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist, hier die Spitze strickt man dann ja mit einem Nadelspiel. Da hatte ich immer so einen komischen Huppel. Hat mich tierisch genervt. Weil das ist ja auch das, wo vorne die Zehen dann da drauf laufen. Das heißt, man ja unterm Fuß. Das fand ich auch nicht so gut. Und dann war das auch immer sehr nickelig, das mit dem Maschenstich dann zu vernähen, weil ich hatte eine Kante, da hatte ich die Maschen ja normal aufgenommen und ich hatte die andere Kante, die halt offen war und musste dann eine geschlossene Kante und die offene Kante mit dem Maschenstich zusammen nähen. Habe ich auch hingekriegt, aber fand ich immer doof, weil oben ist ja kraus rechts, hier ist glatt rechts. Das heißt, ich musste immer zwei unterschiedliche Stiche nehmen, dass das funktioniert hat. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, das muss doch einfacher gehen und es muss vorne auch dieser Huppel einfach weggehen, dass ich da nicht drauf laufen kann. Und ich habe jetzt die erste Idee war dann, die habe ich zusammen mit einer Kundin auch entwickelt, dass wir nicht ganz normal Maschen aufnehmen, sondern dass wir quasi mit einem provisorischen Maschenanschlag anfangen, den wir dann nämlich, wenn wir die Socke fertig gestrickt haben, wieder öffnen können. Und dann haben wir nämlich zwei offene Kanten und mit zwei offenen Kanten kann man wundervoll den Maschenstich anwenden. Und man braucht auch, so wie ich das mache, dann nicht mehr zwischen kraus rechts und glatt rechts irgendwas ändern, sondern man kann einfach seinen Maschenstich durchziehen und fertig. Und wir haben einen Trick entwickelt, wie wir das hinkriegen, dass hier vorne jetzt nicht mehr so ein dicker Huppel ist, wo man Maschen aufnimmt. All das ist dann in eine komplett neue Anleitung eingeflossen. Und was wir auch gemacht haben, wir haben jede Größe selber gestrickt, haben die dann an Versuchspersonen, die diese Schuhgröße haben, ausgetestet, ob es denen wirklich passt. Wenn es denen nicht gepasst hat, haben wir dann noch, sag ich mal, ja, das noch optimiert. Und jetzt kann ich sagen, die Anleitungen, die schon fertig sind, passen den Leuten, die die entsprechende Schuhgröße haben. Und wenn du quasi so strickst, wie wir stricken, wir haben da natürlich in der Anleitung auch eine Maschenprobe angegeben, dann sollte das alles super gut funktionieren. Jetzt sind Füße ja nicht gleich Füße. Das heißt, manche sind breiter, manche sind schmaler. Das ist aber auch überhaupt kein Problem, weil dadurch, dass man ja quasi so einen Lappen strickt, muss man einfach nur zwei, drei, vier Reihen weniger stricken und dann wird der halt enger. Oder wenn du breite Füße hast oder demjenigen, den du die Socken strickst, dann strickst du einfach ein paar Reihen mehr. Das heißt, du kannst auch super unkompliziert quasi die Weite bei diesem Socken auf jeden Fall verändern. Hier ist ein Zettel dran, das ist Größe 40-41 und das hat auch derjenige, der Größe 40-41 hat, schon angehabt und getestet und hat das für gut befunden. Und ja, wenn du jetzt sagst, boah, ich würde so gerne auch mal Socken querstricken, dann schau mal hier unterm Video, da habe ich dir alle Anleitungen, die bis jetzt fertig sind, verlinkt. Sollte dir irgendeine Größe fehlen, kannst du mich auch gerne anschreiben, dann gucken wir mal, ob wir die auch noch entwickeln können.
Und wenn du jetzt sagst, boah, ich würde das super gerne machen, ich traue mich aber gar nicht alleine dran, dann habe ich nämlich auch noch einen Tipp für dich, was du machen kannst, wie ich dich dabei unterstützen kann. Da dieses ganze Thema Sockenquerstricken ja schon so ein bisschen heikel ist, weil es natürlich in Deutschland und allen, ja, vielen deutschsprachigen Ländern dann auch ziemlich viele frustrierte Strickerinnen gibt, die das vielleicht mit der quergestrickten Socke noch nicht hingekriegt haben. Leider lag der Fehler ja auch nicht bei Ihnen, sondern an der Anleitung, aber das wissen vielleicht ja viele noch nicht. Habe ich mir überlegt, wie kann ich dich denn jetzt unterstützen, wenn du sagst, boah, ich würde das super gerne machen, ich habe aber total Angst, das alleine zu machen, weil vielleicht verstehe ich irgendwas nicht. Also erstmal, unsere Anleitung, die wir entwickelt haben, die ist natürlich auch von anderen Leuten nochmal Probe gestrickt und bis jetzt hat nur positive Rückmeldungen bekommen. Das, wo vielleicht ein Tippfehler drin war, haben wir alles ausgemerzt. Und wie gesagt, das fertige Objekt wurde dann auch schon anprobiert. Das heißt also, die Anleitung ist auch so gemacht, dass sie für dich schon mal so eine kleine Gelinggarantie beinhaltet, weil wir das alles schon auf Herz und Nieren getestet haben. Und ich persönlich liebe halt Anleitungen, wo ich Reihe für Reihe abhaken kann, dass ich genau weiß, wo ich bin. Und genau so haben wir dann auch die Anleitung gestaltet. Somit ist das wirklich eine super coole Anleitung, die jeder, der gerade ausstricken kann, hinbekommt. Es kann ja trotzdem sein, dass du sagst, ah, das überzeugt mich noch nicht, Sabrina. Ich traue dem Braten nicht. Nicht, dass ich dann da irgendwo stehe an irgendeiner Stelle und dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Da habe ich mir überlegt, wie kann ich dir hier dann diese Hemmschwelle nehmen, mit Sockenquerstricken anzufangen? Ich habe mir nämlich überlegt, ich könnte natürlich auch einen Videokurs machen und quasi eine quergestrickte Socke mit dir zusammen stricken. Das heißt also, ich schlage mit dir zusammen die Maschen an, provisorisch. Ich stricke mit dir jeden Teil. Also es muss dann ja am Anfang für die Ferse abgenommen werden. Dann hat man einen Teil, wo man ganz viele Reihen gleich strickt und dann muss für die Ferse wieder zugenommen werden. Dann muss quasi der provisorische Maschenanschlag muss aufgenommen werden, also aufgemacht werden. Dann zeige ich dir, wie man das hier alles mit dem Maschenstich vernäht. Zum Schluss zeige ich dir, wie man hier die Maschen aufnimmt für die Spitze. Und ich stricke dann zusammen mit dir die Spitze mit Nadelspiel zu Ende. Genau, das heißt, du hast eine Videoserie, einen Videokurs, wie ein quergestrickter Socken entsteht und du kannst einfach mitmachen. Du kannst dann einfach die Videos anhalten und sagen, boah, die Stelle, die möchte ich mir nochmal angucken oder ich muss es erstmal jetzt ausprobieren oder du spulst wieder zurück. Und in diesem Videokurs sind auch alle Anleitungen enthalten. Und solltest du jetzt jede Anleitung einzeln kaufen, ist es auch viel teurer als der Videokurs. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall, diesen Videostrickkurs sich zu gönnen. Ich habe am Anfang ganz, ganz viele Tutorials drin, dass ich dir erstmal grundsätzlich erkläre, wie mache ich denn überhaupt eine Maschenprobe oder wie mache ich diesen provisorischen Maschenanschlag, wie nehme ich Maschen zu, wie nehme ich Maschen ab. Das heißt also, das ist alles in Tutorials schon mal alles erklärt. Und dann im zweiten Teil des Strickkurses stricke ich mit dir zusammen eine Socke. Und da kannst du einfach mitmachen. Das heißt, du kriegst sowohl die Fertigkeiten, die du für so quergestrickte Socken können müsstest, nochmal erklärt in Tutorials. Und dann stricken wir eine Socke zusammen. Genau. Das heißt also, wenn du Bock hast, mit mir zusammen eine Socke quer zu stricken, dann freue ich mich total, wenn du in meinen Strick-Online-Videokurs reinguckst. Den findest du hier auch verlinkt unter diesem Video. Und da freue ich mich auf jeden Fall total, mit dir zusammen eine Socke zu stricken. Was ich dir noch sagen wollte, bei uns, wir haben es mit verschiedener Sockenwolle versucht, funktioniert das wirklich am besten mit Opalsockenwolle? Wir haben es auch mit weicherer Wolle versucht, mit Bambus oder so oder mit anderer Sockenwolle. Und wir haben wirklich festgestellt, am besten passt das mit Opalsockenwolle. Deswegen, wenn du jetzt wirklich dich für den Videokurs entscheidest oder für eine einzelne Anleitung, die ja auch verlinkt ist, und du sagst, ich möchte es ausprobieren, dann kann ich dir nur den Tipp geben, nimm auf jeden Fall Sockenwolle von Opal. Und wenn du jetzt sagst, boah, habe ich aber gar nicht zu Hause, dann guck auch nochmal, da verlinke ich dir super gerne meinen wolligen Shop, wo du natürlich ganz, ganz viele vierfädige Opalsockenwolle findest. Dann suchst du dir einfach deine Lieblingsfarbe aus und deine Lieblingsfarben und dann geht's los. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auch anfängst, Socken quer zu stricken. Das macht nämlich so unendlich viel Spaß und man hat jetzt endlich mal andere Socken als der ganze Rest der Bevölkerung, weil alle stricken die Socken so und du hast dann einfach mal Socken, die so aussehen. Das heißt, du wirst bestimmt dann angesprochen, boah, wie machst du das denn? Das ist ja super interessant. Also, die sind einfach ein Hingucker und genau. Ich freue mich, wenn du auch mit dem Sockenquerstricken anfängst.